1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Badezimmer. Ich möchte gerne mit euch über Dinge reden, die ihr schon in einem Baderaum, in einem Badezimmer erlebt habt. Schöne Dinge, traurige Dinge, schräge Dinge, lustige Dinge, erotische Dinge. Vom Waschzwang bis hin zum Unfall vielleicht auch, was im Badezimmer passieren kann und passiert, vielleicht schon passiert ist. Telefonnummer 0800 220 5050 und wenn ihr mailen wollt unter domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt auf eure Geschichten und bin gespannt auf die erste Anruferin, die heißt nämlich Antje und ist 21 Jahre alt. Hallo Antje. Hallo Domian. Hallo Antje. Badezimmer. Mhm. Was ist los? Naja, ich hatte früher mal ein anderes Erlebnis im Badezimmer. Ja, und was ist das für ein Erlebnis gewesen? Naja, wir waren eigentlich eine große Familie mal zusammen. Ja? Nur die ganzen Geschwister haben nicht mehr zu Hause gelebt. Bitte? Wir waren eine große Familie, nur wir haben nicht alle mehr zu Hause gelebt, also nicht alle Geschwister. Nur meine Mutter, mein Vater und der älteste Bruder noch. Ja. Teilweise. Also der hat nicht mehr richtig bei uns gewohnt. Ja. Aber der war jeden Tag da. Ja. Ja, irgendwann im Bad, also nachdem mein Vater ist in den Knast gekommen, durch eine Vergewaltigung. Ja. Ja, dann, na, mein Bruder, der ist noch auf freiem Fuß immer noch, weil ich ihn nicht angezeigt habe im Nachhinein. Der Bruder. Ja, der Bruder. Aber der Vater ist in den Knast gekommen? Ja, mein Bruder habe ich aber nicht mit angezeigt. Ja, weswegen? Was war mit dem Bruder? Auch dasselbe. Aha. Okay, ja, kommen wir mal zu dem Badezimmer. Was ist da im Badezimmer passiert? Ja, da ist auch eine Vergewaltigung im Badezimmer gewesen. Bitte? Da ist auch eine Vergewaltigung im Badezimmer gewesen. Ach so. Das heißt, du bist im Badezimmer vergewaltigt worden? Mhm. Von wem? Von meinem Bruder, den ich angezeigt habe. Von dem Bruder? Im Badezimmer. Wie, ja. Wie alt warst du da? Das letzte Mal, also das, wo das letzte Mal war, da war ich knapp 15. Ja. Und, naja. Und wie lange ist das passiert? Wie viel Mal oder bist du welchem Alter von dir? Also knapp noch mit 15,5 bis fast 16. Hm. Ist das immer in dem Badezimmer passiert? Nee, anfangs im Kinderzimmer, dann im Bad mal. Ja. Und dann wieder im Kinderzimmer. Und im Badezimmer vermutlich deshalb, weil er da ungestört war und er abschließen konnte? Oder dann konnte er im Kinderzimmer eigentlich auch. Ja, und wie kam das? War das jetzt Zufall mit dem Badezimmer? Oder? Nein, ich war im Bad. Du warst im Bad. Und hat er die Situation für sich ausgenutzt? Na, schätze ich mal, ja. Das Schlimme ist ja, daraus ist noch ein Kind entstanden. Mhm. Und jetzt lebe ich mit jemandem zusammen. Naja, und hab ihm das auch noch nicht mal erzählt, nicht? Also, ach, du hast jetzt ein Kind von deinem Bruder bekommen? Ich hatte. Du hattest? Hab ich, Gott sei Dank, nicht mehr. Das ist in der Pflegefamilie. In der Pflegefamilie. Aber du hast es ausgetragen? Ja. Mhm. War das für dich damals eine Überlegung, das Kind abtreiben zu lassen? Ja, irgendwie schon. Aber irgendwie hat mir gesagt, ein Kind kann nichts dafür. Also ein Lebewesen kann nichts dafür, weißt du? Mhm. Das finde ich eine sehr respektable Haltung, wobei man natürlich auch verstehen kann, wenn eine Frau nach einer Vergewaltigung sagt, ich möchte es nicht haben, und das muss man auch respektieren. Wie war das denn für dich dann während der Schwangerschaft, ein Kind auszutragen, in dir zu spüren, was eben durch so einen schlimmen Gewaltakt entstanden ist? Ich habe mich immer so gefühlt, als wenn ich irgendwas Fremdes mit drin habe und als wenn ich irgendwann später auch sehen werde, wer das ist, also von wem das ist. Ja, ja. Ist das Kind dann auch so. Ja. Ist das Kind dann auf normale Weise geboren worden oder gab es einen Kaiserschnitt? Nee, war ganz normal. Ganz normal. Und hat man dir das Kind gezeigt? Ja, aber man hat auch von vornherein gesehen, dass das Kind die Augenfarbe von, also halt von meinem Bruder hat. Also wir sind, also ich bin fast die Einzige mit blauen Augen in der Familie. Ja. Und der Rest hat braune. Ja. Naja. Ist das Kind gesund? Ja, die ist gesund. Ein Mädchen ist es. Mhm. Cora. Ja. Weil die Gefahr ist ja sehr groß bei Bruder, Schwester, dass das Kind dann krank wird oder Schäden davon nimmt. Wie lange hat es gedauert? Wie lange hast du das Kind dann noch bei dir gehabt? Oder hat man es sofort dann weg? Nee, ich hab's noch ein Jahr gehabt. Ein ganzes Jahr noch? Ja. Ein ganzes Jahr. Und ist es dir dann schwer gefallen, das Kind wegzugeben? Na, nicht direkt schwer gefallen. Sagen wir mal so, es war vielleicht sogar besser.
denke ich mir. Hast du denn, ist es dir gelungen, oder was heißt gelungen, hast du in diesem Jahr eine Beziehung zu dem Kind aufgebaut oder war es immer Distanz? Nee, nicht richtig, weil man hat die Distanz, weil man irgendwo wusste, von wem es ist und nee, das ging nicht. Verstehe. Weil es aus der eigenen Familie kam. Ja. Konntest du zärtlich zu dem Kind sein, es streicheln? Einigermaßen. Wahrscheinlich auch immer so im Hinterkopf, es kann ja nichts dafür, ne, das Kind. Ja, eben. Ja. Und dann hast du die Entscheidung gefällt, es in eine Pflegefamilie zu geben. Ja, richtig. Heißt das Pflegefamilie, dass es auch zur Adoption freigegeben wurde? Ja, genau, beim Jugendamt und dann danach, also seitdem habe ich es auch nie wieder gesehen. Wie lange ist das jetzt her? Ich rechne mal, du bist 21. Ist schon ein paar Jährchen jetzt, ne? Knapp 4 Jahre. Ja. Denkst du manchmal an die Kleine, wie es der wohl geht? Ja, doch, vor allen Dingen jetzt irgendwie so. Also ich habe jetzt jemanden kennengelernt über das Internet, also Matthias, vor 3 Wochen knapp. Und ja, dann haben wir uns auch getroffen. Ja. Und irgendwie auch übelst der nette Typ. Und ja, ganz hübscher, ganz niedlich, alles wunderbar. Ja. Naja, und habe dem halt einen Teil erzählt, aber das nun auch nicht. Ach, dieses noch nicht? Nee. Mhm. Also, denk mal, das macht einen anderen noch mehr fertig, weißt du? Ja, wobei irgendwann, wenn ihr euch näher kommen solltet, musst du schon erzählen, was ja auch ein Teil deines Lebens ist. Und es ist ja keine Schande für dich. Es ist ja nur, du bist ja Opfer der ganzen Geschichte gewesen. Mit dem Näherkommen ist sowieso so ein Ding, weil, naja, siehst du, der eine hat halt solche Gefühle, der andere solche. Und ich sag, na gut, ich finde den nun mal wirklich absolut lieb und hat man auch in den verliebt und so was. Ja. Aber er steht halt auf Distanz und sagt, also irgendwie wird er sich nicht richtig einig, weil er sagt, er ist nicht verliebt. Ach so. Aber trotzdem sind wir halt die ganze Zeit bei ihm, weißt du? Ach so. Das heißt, er ist sich seiner Gefühle noch nicht ganz sicher oder er sagt sogar, er liebt dich nicht. Genau. Mhm. Lass mich doch nochmal fragen, du hast deinen Bruder, hast du angezeigt? Nee, mein Bruder nicht, mein Vater, mein Bruder nicht, halt meine Getrautin. Kann ich aber noch im Nachhinein machen. Jetzt muss ich nochmal fragen, habe ich das gerade richtig verstanden, dass dein Vater, hat der dich auch vergewaltigt? Mhm, der war im Knast dann auch. Achso, ich dachte, dass dein Vater generell wegen Vergewaltigung im Knast war. Er hat dich auch vergewaltigt. Mhm, danach kam er in den Knast und mein Bruder hat mich mit angezeigt. Wie alt warst du, als das der Vater gemacht hat? Na, war ich noch ein kleines Kind, also ging im Kleinkindalter los und ging dann halt höher bis fast 12 und dann ist er in den Knast gewandert. Da hast du aber eigentlich schon mitgemacht, Antje. Naja, aber geht weiter. Leben geht weiter, weißt du? Ja, sicher. So muss man es sehen. Hast du denn, hast du dir mal helfen lassen? Warst du mal bei einem... Nee, gar nicht. Ich habe einen Abi-Block von allem. Ich wollte mit Kim reden, mit Jakim und habe dann einen Abi-Block von allem möglichen. Was denn, hast du heute noch Kontakt zu deinem Vater, zu deinem Bruder? Nee, um Gottes Willen. Also mein Vater, der hat meine neue Adresse beim Meldeamt sich rausholen lassen und hat versucht, mich da zu finden. Mhm. Aber der findet mich ja dann nicht, weil, wie gesagt, ich bin ja bei Matthias mit. Mhm. Naja, mein Bruder, der nervt auch, wenn er kann. Also versuchen, tun sie beide mit Briefen, so mit Anrufen oder so. Hat auch meine alte Nummer, deshalb habe ich jetzt auch schon die Nummer gewechselt. Ja, was wollen die denn von dir? Angeblich nur reden, aber dieses angebliche Reden kannst du vergessen, weil da kommt garantiert nur so ein Mist nochmal da raus. Ja, zeig mal. Wie lange, zu was ist dein Vater verurteilt worden damals? Zu knapp 4 Jahren Haft. Zu knapp 4 Jahren Haft. Und ja. Er hat das auch über einen langen Zeitraum, hat er das mit dir gemacht? Richtig. Mhm. So, was ist jetzt mit dem Bruder? Was soll mit dem geschehen? Nein, ich habe mich mit Matthias nur halbwegs von meinem Bruder unterhalten und ja, also ich bin eigentlich entschlossen, weil man das ja noch im Nachhinein anzeigen kann, das noch im Nachhinein anzuzeigen. Mhm. Und das ist ja auch jetzt sehr leicht nachweisbar, eben auch durch das Kind, ne? Dadurch kann man ja nachweisen, dass er der Vater des Kindes ist. Nein, ich habe ja danach zu meiner Familie den Kontakt ganz und gar abgebrochen, weil meine Mutter der Meinung war, auf mir richten noch mein Vater dabei zustehen und nicht mir. Also kannst du vergessen. Was hat denn deine Familie, zum Beispiel deine Mutter, gedacht, als du schwanger wurdest? Von wem bist du offiziell schwanger? Na, meine Mutter hat mich gefragt. Ich habe ihr erzählt, sogar an dem Abend noch, wo die Polizisten mich mitgenommen haben und alles. Hat ihr noch erzählt, denkst du, die hat mir ein Wort geglaubt, die hat mir gar nichts davon geglaubt. Nichts. Mhm. Und die anderen Leute so um dich herum, bekannte Freunde, was denken die, von wem ist das Kind? Bekannte und Freunde, die wissen das nicht. Also die denken immer, das ist von jemand anders. Achso, irgendein One-Night-Stand. Ja. Mhm. Meine Familie, na, die hat ja den Kontakt deshalb abgebrochen, bis auf meinen Onkel. Mhm. Und der Onkel steht zu dir? Ja, mein Lieblingsonkel, der steht immer zu mir. Aber meine ganze andere Familie kannst du total vergessen. Ja, und nochmal auf deine Mutter zurückzukommen. Deine Mutter, als dein Vater dann verurteilt wurde, hat sie dir dann immer noch nicht geglaubt? Nee, die hat sich von mir weggewandt im Nachhinein. Was hat sie von dir? Die hat sich von mir gewandt. Von dir gewandt.
Hat dein Vater dieses denn bei dem Prozess zugegeben oder hat er es abgestritten bis zum Schluss? Ja, der hat versucht, immer wieder abzustreiten, aber die Beweislage war eindeutig und trotzdem. Immerhin ist er zu 4 Jahren verurteilt worden. Und deine Mutter glaubt? Das glaubt mir heute noch nicht, obwohl sie heute noch nicht. Ja. Und das ist ja eingefallen, wo wir das Thema Badezimmer hier haben. Da ist es bei dir wahrscheinlich klar, alles wieder vor Augen gekommen, was da passiert ist. Ja, mir ist das nochmal eingefallen, dann habe ich überlegt und habe gesagt, ich schreibe eine E-Mail. Ja, ja. Weißt du, was ich ganz wichtig finde, Antje? Dass ich glaube ja, wenn jemand so eine Hölle hinter sich hat und du hast schlimme Sachen erlebt in deinem Leben, in deiner Kindheit und auch in deiner Jugendzeit und schwere Verletzungen, seelische Verletzungen ertragen müssen, finde ich, dass es sehr wichtig ist, dass du dir eine psychologische, eine ärztliche Hilfe suchst. Weil ich glaube, dass ganz viele Verletzungen noch in dir sind, die dein jetziges Leben bestimmen und dir vielleicht auch das Leben schwer machen. Naja, halbwegs. Jetzt langsam geht's voran. Ja, vieles verdrängt man ja vielleicht auch und das kommt dann doch irgendwie an anderer Seite hoch. Also so eine Beratung würde ich dir schon sehr empfehlen. Ich würde dir gerne anbieten, dass du jetzt mit meiner Psychologin mal ein paar Worte redest. Sehr nette Frau, ist die Elke heute Nacht und die kann dir mal ein paar Tipps geben, dann kannst du ja frei und selbst entscheiden, was du gerne machen möchtest. Kann ich machen, ja. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Finde dich wirklich sehr nett, muss ich dir sagen. Ich auch. Und da legst du jetzt auf und die Elke ruft dich an. Du Domian, ich wollte dir noch alles Gute für Montag wünschen. Für Montag? Für deinen Geburtstag. Das weißt du? Ja, klar. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Das rührt mich aber jetzt sehr. Das ist aber sehr lieb von dir. Danke, danke, danke. Sehr lieb. Gut, alles klar. Also, du legst auf, wir rufen wieder an. Und ich wünsche dir alles Gute von Herzen und einen guten Rutsch auch ins neue Jahr und schöne Weihnachten. Und ich dir auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Domian. Das war die Antje. Unser Thema heute Nacht ist das Badezimmer. Ich möchte gerne mit euch über Badezimmer reden. Über traurige Geschichten, wie wir es gerade gehört haben, aber vielleicht auch über lustige Geschichten, schräge Geschichten, absonderliche Dinge, die im Badezimmer schon passiert sind oder habt ihr irgendwelche absonderlichen Macken, für die ihr euch ins Badezimmer zurückzieht und niemand oder kaum jemand weiß davon. Aber heute Abend ist jetzt nun der Tag oder die Nacht gekommen, wo ihr sagt, das muss ich mal erzählen, das erzähle ich da im Radio und Fernsehen bei dem Domian. 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Petra, 32 Jahre alt. Hallo Petra. Ja, hi. Hi Petra. Ja, also bei mir trifft das eher zu, dass ich abnormal reagiere, was das Badezimmer Sauberkeit betrifft. Ja, was heißt abnormal? Also nicht nur das Badezimmer, es ist eigentlich gesamt die Wohnung, aber im Badezimmer ganz extrem. Es fängt also schon morgens an, dass ich meinem Partner sage, jetzt geh mal schnell duschen. Ja. Damit ich endlich das Badezimmer sauber machen kann. Du bist so eine, wo man aus der Kloschüssel essen kann. Ja, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber wahrscheinlich ist es so sauber bei dir, oder? Es stresst mich ja selber, ne? Ich habe selber 3 Kinder und es ist also schon stressig auch. Erzähl mal, wie dieses Säuberungsritual täglich dann abläuft. Ja, also ich fange täglich erstmal an, also das Wohnzimmer und so weiter aufzuräumen, zu putzen. Ich putze also jeden Tag die Wohnung, staubsauge jeden Tag, obwohl wir weiße Fliesen haben. Dann fange ich an im Badezimmer, fange ich schon an mit dem Spiegel. Also da gehe ich erst ran, wenn sie alle die Zähne geputzt haben und alle die gewaschen haben. Vor lauter Angst, dass dann wieder irgendwelche Wassertropfen draufkommen. So kleine Spritzerchen draufkommen könnten. Richtig, das regt mich ja schon tierisch auf. Ne? Ja. Dann ist es so, der Wasserhahn wird täglich mit Glasreiniger abgewaschen, dass er so richtig schön glänzt. Ist mir völlig klar, der muss poliert sein, ne? Der muss blitzen und blank blinken. Geht dann einer nochmal ins Badezimmer, sei es jetzt mein ältester Sohn oder mein Partner, dann bin ich direkt hinterher mit dem Glasreiniger. Das ist also, ich lache vielleicht jetzt, aber es ist eigentlich wirklich ziemlich blöde. Ja, und gerade so, also auch das WC, die Toilette, wird die auch besonders... Also ich putze jeden Tag, mache ich sie sauber. Jetzt, die mache ich noch gar nicht mal so besonders sauber. Mit besonderen, kräftigen Reinigern? Nee, das nicht. Das nicht. Das nicht. Nur, dass alles schön glänzt und schön sauber ist und nirgendwo ein Spritzer oder so drauf ist. Ja. Und was eine neue Macke von mir ist halt, dass der Wäschekorb, der eigentlich ziemlich groß ist, eigentlich so gut wie immer leer ist, weil ich dann jeden Tag halt wasche, bis er halt leer ist. Ach so. Damit da gar nichts drin liegt. Ne? Weil du es nicht haben kannst, dass da ein bisschen Dreckwäsche liegt. Ja, wenn es nur 2 T-Shirts oder so sind. Was ist denn, wenn jemand nachmittags dann nochmal aufs Klo geht oder das sich... Das Gleiche. Dann ist Petra gleich wieder hinterher und wienert alles sauber. Richtig, genau. Macht das die Familie nicht ein bisschen jeck? Nicht nur die Familie, ja, auch mich, aber auch meine Familie natürlich. Also ich denke mal, mein Partner jetzt mehr wie die Kinder, aber...
Doch, natürlich, klar. Petra, ich bekomme gerade eine böse Information steht hier bei mir auf dem Computer. Ja? Da steht, Domian, dein Badezimmer sieht doch auch so aus. Ja, ich bin da auch ein bisschen pingelig, muss ich sagen. Nee, also, ja gut, ein bisschen pingelig ist ja auch okay, ne? Ist ja auch schön, wenn es immer sauber ist. Aber wenn es schon so extrem ist, zum Beispiel am Wochenende, ich sag mal, mein Partner schläft da was länger, dann decke ich ihn dann, dass ich mal endlich mein Badezimmer sauber machen kann. Weil wenn er duschen geht, durch den Dampf, kommen dann halt auch wieder irgendwelche Flecken auf dem Spiegel oder so. Es ist wirklich schon extrem. Ist das denn so in der letzten Zeit schlimmer geworden? Es hat eigentlich angefangen so vor anderthalb Jahren. Mhm. Warum? Da habe ich auch damals mal mit dir telefoniert. Da ist also ein Vorfall auch so ähnlich wie bei deiner Vorgeschichte gerade gewesen, was meinen ältesten Sohn betraf. Dann fing das bei mir an, dass ich unter Panikattacken litt, aber ganz, ganz schlimm. Also ich bin gar nicht mehr vor die Tür gegangen. Lass mich kurz unterbrechen. Was war das mit dem ältesten Sohn? Ich hatte dich damals angerufen, als das an dem Abend rauskam, dass mein ältester Sohn einen Missbrauch von einem Nachbarsjungen bei meinem Ex-Mann erlebt hat. Ah, ja. Ist das schon eine Weile her, ne? Ja, es ist schon eine Weile her und es ist bisher noch immer nichts passiert. Ja. Und diese Sache hat dich so erschüttert, dass dadurch so ein Verhalten entstanden ist? Also danach ist der totale Zusammenbruch erstmal bei mir gekommen, weil das war für mich das Allerschlimmste überhaupt. Ja. Weil dadurch auch Sachen wieder von dieser Ehe damals hochkamen. Ja. Unter anderem mal Vergewaltigung und so weiter. Und dann fing das erstmal an mit Panikattacken, dass ich also keine Luft bekam, Herzrasen und jeden Abend Notdienst hier hatte. Dann habe ich Anfang letzten Jahres, ja genau, im März letzten Jahres, mich selber an der Klinik gewandt für Psychotherapie und habe so eine Tagesklinik besucht, 4 Wochen lang. Ja, also machst du ja schon viel, ne? Bist ja schon sehr aktiv. Die mir auch viel gebracht hat, die ich aber nach 4 Wochen abgebrochen habe, weil mir zu viele depressive Leute halt waren, was mich mit runtergezogen hatte. Und eigentlich so seitdem ist das so. Also vorher war das nicht so. Also ist der Zusammenhang ziemlich klar und das Ganze ist alles andere als nur eine lustige Marotte, sondern hat ernste Hintergründe. Ja, ich vermute, also ich bin ja jetzt auch noch in psychologischer Behandlung und habe das auch da mal angesprochen, obwohl meine Psychologin halt meint, solange sie es möchten, sich dabei wohlfühlen, machen sie es ruhig. Nur wohlfühlen tue ich mich ja eigentlich gar nicht dabei. Ne? Ja, vor allen Dingen, wenn man auch dann noch das Gefühl hat, dass es sogar ein bisschen zunimmt, das Ganze. Und das bezieht sich ja nicht, wie du auch gerade, glaube ich, schon angedeutet hast, auch nicht nur auf das Badezimmer, ne? Nee, auf die ganze Wohnung. Ja, die ganze Wohnung komplett. Da kann man ja wirklich dann Gefangener seiner selbst sein, wenn man, man lebt dann ja gar nicht mehr locker in der Wohnung. Erstmal lebt man nicht mehr locker, dann die Kinder, ich sag mal, der Kleinste ist jetzt gerade mal 12 Wochen, der eine ist 2 Jahre. Ja. Und ist ja klar, wenn die, sag ich jetzt mal, irgendwas machen, spielen oder das nervt mich schon, wenn das durcheinander liegt. Ja, und ich glaube ja auch, gut, der ganz Kleine ist noch zu klein, aber auf den anderen, das färbt sich auch auf den ab. Natürlich, das Verhalten der Mutter, kann sich gar nicht entfalten, der ist auch schon immer mit dem Glasreiniger rum am Laufen. Ist nicht lustig, aber klingt jetzt lustig im Moment. Klingt lustig, aber es ist echt nicht lustig. Und dein Partner, ist der nicht mittlerweile auch ein bisschen genervt schon? Also der sitzt jetzt gerade im Wohnzimmer, ich habe mich ins Badezimmer verzogen, aber nur aus dem Grund, dass ich es besser verstehe. Also noch ist er hier, aber ich muss sagen, manch einer wäre wahrscheinlich wirklich schon gegangen. Ja, also das finde ich alles sind Warnsignale und ich finde gut, dass du schon so viel unternommen hast. Interessant finde ich, dass du gerade gesagt hast, dass in der Klinik fand ich gut, aber mich haben nur die depressiven Leute darunter gezogen. Ja. Vielleicht müsste man nach irgendeinem neuen Modell suchen, dass du das machst, was man da mit dir gemacht hat, aber vielleicht in einem anderen Umfeld. Aber ich denke, es liegt eher daran, wenn die ganze Sache, was meinen ältesten Sohn betrifft, wenn diese mal abgeschlossen ist, dann kann ich vielleicht auch mit diesem ganzen Thema mal abschließen. Vielleicht, ja. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es ist jetzt fast 2 Jahre her. Ja. Das Ganze war noch immer nicht beim Staat. Es liegt schon beim Staatsanwalt, dann kommen Gutachten, dann kommt dies, dann kommt das. Wie geht's denn dem Jungen? Gute Frage. Also ich bin mit ihm ja auch in psychologischer Behandlung gewesen, konnte aber leider die Behandlung nicht weiterführen, weil die in Holland saß und ich das dann selber bezahlen müsste. Und die ganzen anderen Kinderpsychologen, die es hier in meiner Umgebung gibt, die sind also bis oben hinzu. Dann habe ich mich ans Klinikum in Aachen gewandt, wenn ich das so sagen darf jetzt. Ja, klar. Und habe da so 5-mal ein Gespräch gehabt, halt auch mit meinem Sohn und er mal alleine. Ja. Und die meinten halt, also sie hätten jetzt nicht den Eindruck, dass es ihnen unheimlich schlecht geht. Also er ist auch so tagsüber oder so eigentlich ganz normal drauf. Nur was bei ihm halt ganz schlimm ist, ist, er hat sehr oft Bauchschmerzen, er geht direkt nach dem Essen auf Toilette. Jetzt, er übergibt sich nicht, aber hat halt Verdauung, obwohl er das Essen ja noch gar nicht verdauen könnte eigentlich.
Und dem geht es eigentlich nicht so gut. Also er spielt das sehr gut. Ich möchte mal Folgendes vorschlagen, Petra. Ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin ein bisschen berätst. Mhm. Vor allen Dingen auch, was jetzt deine Geschichte anbelangt. Ich weiß nicht, ob es einen Automatismus gibt. Das heißt, wenn das mit dem Jungen geklärt ist, dass es dann dir auch automatisch besser geht. Ich weiß es nicht. Das brennt sich ja nur allmählich auch ein, dieses Verhalten in den letzten Jahren. Ich würde gerne, dass mir wäre wohler, wenn da noch jetzt ein Fachgespräch stattfinden würde. Mhm. Aber noch ganz kurz zum Schluss. Also mir ist halt aufgefallen, wir hatten jetzt so einen Glaubwürdigkeitsgutachter hier für meinen Sohn. Der hat dann auch 3 Stunden mit meinem Sohn geredet, 2 Stunden mit mir geredet. Mhm. Und ich merkte halt bei diesem Gespräch schon, dass es wieder anfing, dass ich keine Luft bekam und so weiter. Ja, ja, ja. Ne? Also es läuft halt sehr lange. Ich meine, wenn du dann von anderen Leuten hörst, die zum Beispiel nur mal in Anführungsstrichen eine DVD runterladen, die kommen direkt irgendwie zur Staatsanwaltschaft und da läuft ich weiß, überhaupt nicht. Ich weiß, ja, das ist alles bisweilen so skandalös, dass man gar nicht mehr glaubt. Das Gutachten ist halt jetzt im Januar fertig und dann wird es irgendwann Mitte nächsten Jahres vielleicht mal vor Gericht gehen. So, halt, ne? Jetzt machen wir das so, du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an und beraten mal so ein bisschen. Okay. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Danke auch. Tschüss. So, ne? Danke, tschüss. 0800 220 5050. Das Thema heute Nacht heißt Badezimmer. Was ist alles im Badezimmer bei euch schon passiert? Was macht ihr alles im Badezimmer? Gerne oder vielleicht auch ungerne? Die E-Mail-Adresse nochmal domian@wdr.de. Hier ist Hanky oder Henki, 66 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Hallo Hanky. Hanky ist richtig? Ja, Hanky, ja. Das ist ein Nickname. Ein Kosename. Ja. Hanky. Also, ich bin 66 Jahre. Ja. Und bin schwul. So, herzlichen Glückwunsch. Mein Freund ist 33 Jahre alt. Aha. Wir leben schon seit 10 Jahren zusammen. Und auch schwul, gehe ich mal von aus? Ja, ja, ja. Wir haben ein Badezimmer mit einer Badewanne. Wir treiben es gern in der Badewanne. Wie schön für euch. Ja, das Badezimmer ist aber nicht sehr groß, aber sehr gemütlich eingerichtet. Ja, wie sieht's da aus? Also das ist rot-schwarz eingerichtet. Rot-schwarz? Das heißt, ich hatte damals eine rote Waschmaschine. Ja. Und das hat uns inspiriert, das ganze Badezimmer rot-schwarz einzurichten. Aha, auch die... Also, das heißt... Die Kacheln sind auch schwarz oder rot? Nein, die Kacheln muss ich drin lassen, das ist eine Mietwohnung. Ach so, die Kacheln haben welche Farbe? Ja, die haben weiß. Die haben weiß, okay. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Weiße Kacheln und jetzt geht's los. Rot-schwarz. Ja. Was ist rot? Das sind rote Stangen, die man in der Decke und unten einklemmt. Ja. Und darauf sind schwarze Bretter. Ja. Das ist also an 3 Seiten. Ja. Ja, und da gibt's rote Plastikkörbe für verschiedene Kosmetika. Ja. Und dann gibt's ein Stoß schwarze und ein Stoß rote Handtücher. Aha. Für dich sind die... Nein, das nimmt sich jeder. Ach so, nimmt sich jeder Wille. Ach so, ach so. Mhm. Der Haarföhn ist rot-schwarz. Ja. Das Toilettenpapier ist rot-schwarz kariert. Also ein gar lustiges Badezimmer. Ja, der Fußboden hat schwarzes Linoleum und einen roten Teppichboden. Ja. Es gibt einen Fernseher mit Video. Oh. Natürlich in schwarz. Natürlich, ja, ja. Wir liegen gerne in der Badewanne. Ja. Mit warmem Wasser und Duftölen. Ja. Wir trinken Sekt, schauen gern Fernsehen, auch Domian. Sehr, sehr löblich. Ja, aber wie ich euch Jungs kenne, guckt ihr wahrscheinlich auch gerne mal ein Filmchen, ne? Eben auch mal einen Porno. So, das habe ich mir schon gedacht. Ja, ja. Wir treiben es gerne in der Badewanne. Nun ist es ein Problem. Ja, nämlich. Keiner von uns sitzt gern auf dem Stöpsel. Aber einer muss. Ja, das kann ich verstehen. Da die Badewanne ja nur normale Maße hat. Dann muss einer mit dem Popo auf dem Stöpsel sitzen. Ja, eben. Und das auf Dauer tut das ein bisschen weh. Ja, das ist meistens die Libido weg. So. Das schränkt sehr ein. Egal, ob ich oder mein Freund. Und dann gibt es bei euch immer ein bisschen Streit, wer auf dem Stöpsel sitzt, oder wie? Ja, wir haben uns schon geeinigt, dass einmal ich. Aber weißt du, Hanky, es ist ja nicht nur der Stöpsel, es ist doch auch da, wo der Stöpsel... Ja, und hinten, und der Wasserhahn, wo man sich da nicht anlehnen kann. Ja, eben, ja. Siehst du, ich rede da auch aus Erfahrung.
Ja, wir ziehen dann meistens ins Schlafzimmer um, dann ist alles okay, aber da ist kein Stöpsel. Alles so mit Umständen verbunden. Aber wir machen es auch gerne mal unter der Dusche. Ja, aber das klingt ja doch schon wirklich sehr gemütlich. Ihr trinkt Sekt, ihr habt einen Fernseher im Badezimmer, ja, da lasst Stöpsel sein, da kann man ein bisschen hin und her rutschen und hat es dann doch nett miteinander, ne? Nein, wir haben schon überlegt, eine Gummimatte drüber zu legen. So, das wäre eine gute Idee, ja. Aber nein, das drückt wieder durch. Ja, dann vielleicht so ein Schaumstoffkissen oder so. Ja, das schwimmt fort. Nee, ein Schaumstoffkissen, das ist die Idee überhaupt. Ein Schaumstoffkissen, ja, das würde wegschwimmen, aber wenn ich dann drauf setze, sitzt du drauf. Dann ist der Stöpsel nicht zu spüren. Das werden wir mal probieren. Ist die Lösung. Oder eine größere Badewanne, aber ist in die Mietwohnung, nee, da geht's nicht. Mietwohnung, das dann geht leider nicht. Und wie oft habt ihr solche Badewannen-Session? Ja, so dreimal in der Woche. Dreimal in der Woche? Ja. Finde ich viel. Wie lange seid ihr schon zusammen? 10 Jahre. Und dann noch so, macht ihr es euch so schön? Ja. Das finde ich toll. Das finde ich wirklich toll, ja. Ja. Also, das fiel dir dann gleich an beim Thema Badezimmer. Ja. Das wollte ich mal erzählen. Ja, also mit den Stöpseln, das Problem kennen, glaube ich, ganz viele Leute. Ja. Aber jetzt ist es mir... Unter der Dusche geht es. Und der Dusche... Dann seifen wir uns mit Naturschwämmen ab und so weiter. Ja. Das geht. Ja. Aber im Stehen ist auch nicht immer das Wahre. Nee, das ist natürlich schön, wenn man sich bequem machen kann und ein bisschen was trinken kann und so. Ja, lass mich doch jetzt zum Schluss mal fragen, da ist ja ein riesen Altersunterschied, ne? Er 33, du 66. Ja. Und das funktioniert gut? Fantastisch. Fantastisch. Ja. Er war ja ein ganz junger Kerl, als ihr euch kennengelernt habt. Ja. Ne? Ja. Also wunderbar, wo die Liebe hinfällt, egal wie das Alter dann ist. Ja. Ja. Okay, dann... Ich wünsche dir noch... für nächste Woche einen schönen Geburtstag. Ja, das ist sehr lieb von dir. Vielen Dank. Und ein Autogramm, bitte. Ja, da legst du auf, dann rufen wir nochmal an wegen der Anschrift. Ja. Und Grüß an deinen Freund. Ja, viel danke. Spaß in der Wanne und winkt mir ab und zu aus der Wanne, wenn ihr mich seht. Ja, gern. Okay. Tschüss, Hanki. Danke. Tschüss. Ade. Juhu. Ade, das hört sich so nach Süddeutschland an. Anna, 17 Jahre. Hallo, Anna. Hallo, Domian. Hallo, Anna. Auch zum Thema Badezimmer angerufen. Ja, genau. Was ist denn los im Badezimmer? Bei dir, bei euch? Ja, ich hatte mich vor einem halben Jahr versucht, im Badezimmer umzubringen. Oh. Ja, und da ist dann nachts mein damaliger Freund reingekommen und hat mich gefunden. Was hast du gemacht? Wie hast du versucht, dich umzubringen? Ich habe mir mit einer Rasierklinge die Pulsadern aufgeschnitten. So auf der Badewanne sitzend oder in der Badewanne sitzend? Nee, ich saß vor der Badewanne. Warst du schon bewusstlos, als dein Freund reinkam? Nein. Also ist er noch sehr rechtzeitig gekommen? Ja, zum Glück. Ja. Warum hast du das gemacht? Weil so vieles immer hochgekommen ist. Ich wurde früher von meinem Vater immer geschlagen und auch psychisch fertig gemacht. Und war dadurch auch psychisch immer sehr labil und habe in der Schule auch nur Mist erlebt. Ja. Und... Aber du hattest zu der Zeit ja einen Freund. Ja, aber mit dem lief es auch nicht so gut, weil ich psychisch ziemlich labil bin und naja, es immer wieder Ärger gab, weil ich ziemlich eifersüchtig war und auf früher ja auch immer schon geritzt habe und so. Geritzt habe heißt immer ein bisschen dir, ja, also die Haut aufgeschnitten hast, ne? Ja, genau. Du hast gerade gesagt, du bist von dem Vater geschlagen worden. Sind da auch noch schlimme Sachen passiert? Sexuelle Sachen? Nein, leider nicht. Also Gott sei Dank nicht, ne? Ja, meine Schwester hat da früher hin und wieder sexuell belästigt, aber mich zum Glück nicht. Gott sei Dank. Ja. Wie hat denn dann dein Freund, wie alt war dein Freund zu der Zeit, als das passiert ist? 30. 30? Ja. Auch ein Riesenaltersunterschied. Mhm. Wie hat der reagiert? Was hat der gemacht, als er dich da blutend sitzen gesehen hat? Der ist ziemlich in Panik geraten, war ein bisschen außer sich, hat aber ganz schnell ein Handtuch genommen und auf die Wunde gedrückt. Und Krankenhaus oder Krankenwagen? Nein, ich habe mich partout geweigert und das hat er dann auch gelassen. Wie ging es denn danach weiter? Hat sich eure Beziehung dann dadurch verbessert oder ist es noch schwieriger geworden? Es ist noch schwieriger geworden. Glaube ich, weil... Da fühlt man sich als Partner natürlich auch unter Druck gesetzt, wenn die Partnerin sich versucht umzubringen. Ja, das tut mir auch heute ziemlich leid und wir sind ja leider auch nicht mehr zusammen. Ja. Nun war das ja eine schwere Krise.
die gegipfelt ist in diesem Selbsttötungsversuch. Wie geht es dir denn heute? Naja, so ein bisschen besser. Ich denke zwar manchmal noch daran, mich umzubringen, aber ich kann mich da schon zurückhalten. Also schon besser geworden. Aber eigentlich ist das Herz immer noch schwer, ne? Ja. 17 bist du, ne? Ja, genau. Was machst du? Bist du Schülerin oder bist du in der Lehre oder machst du irgendwas? Nee, ich habe im Sommer die Schule zwar beendet. Mit was zum Abschluss? Qualifizierte Hauptschulabschluss. Ah ja, na immerhin. Ja. Und hängst du ab seitdem? Ja. Warum? Weil ich nichts gekriegt habe. Ich habe mich zwar bei ziemlich vielen Firmen beworben, auch verschiedene Bereiche, aber leider nichts gekriegt. Was wäre dein Traum? Was würdest du gerne lernen? Also mein Traumberuf ist Bus- und Bahnfahrerin. Bus- und Bahnfahrerin? Ja. Ungewöhnlich. Ja. Bus- und Bahnfahrer ist natürlich nicht schlecht, ne? So durch die Welt zu kutschieren. Musst du erstmal Führerschein machen? Ja. Das ist ja kein Ausbildungsberuf, ne? Oder doch? Ja, doch, bei der Bahn. Nicht richtig. Also in der Stadt Bremen kann man das als Ausbildungsberuf machen. Ah ja. Wohnst du denn in der Gegend von Bremen? Nein, leider nicht. Leider nicht. Und wie ist das, wenn man Lokführerin werden will? Weißt du das? Hast du dich da mal erkundigt? Muss man da eine bestimmte Ausbildung machen bei der Bahn? Ja, das ist auch ein Ausbildungsberuf, aber dazu braucht man auch einen Führerschein und muss, soweit ich weiß, auch schon über 18 sein. Achso, wäre das auch was für dich, Lokführerin? Ja, bestimmt. Ja, so einen schicken ICE fahren, ne? Ist nicht schlecht, so mit 400 zwischen Köln und Frankfurt zu brettern. Ja. Lebst du im Moment noch bei deinen Eltern oder wo wohnst du? Nee, ich habe eine eigene Wohnung. Achso. Und wirst du ein bisschen unterstützt dann vom Jugendamt noch oder wie? Ja, genau. Also, wäre es ja ganz wichtig jetzt doch wirklich, wenn du eine Stelle bekämst, ne? Ja. Damit das so ein bisschen vorangeht, weil ich könnte mir vorstellen, dass du dich auch sehr langweilst den ganzen Tag, oder? Auch es geht. Ich mache ziemlich viel mit meiner Mutter, zu der ich zum Glück einen ziemlich guten Kontakt habe. Ah so, ja. Aber sonst. Bist du denn irgendwie in einer psychologischen Beratung oder Behandlung? Nein, zurzeit gar nicht. Warst du das denn nach dem Vorfall damals? Ja, ich war erst bei so einer Krisenberatungsstelle. Und danach bin ich eine Woche in so eine Tagesklinik gegangen, aber das habe ich dann auch abgebrochen. Ja. Ich fände es eigentlich gut, wenn du nochmal sowas angehen würdest. Weißt du, warum ich das finde? Weil du gerade gesagt hast, eigentlich geht es mir ganz gut, aber ich denke doch manchmal noch daran, mich umzubringen. Und wenn man das so schon sagt, ist das für mich ein Zeichen, dass es einem eigentlich nicht so ganz gut geht. Dass es immer wieder hochkommt und wahrscheinlich hast du auch so Stimmungsschwankungen, ne? Ja. Manchmal geht's dann und dann bist du wieder ganz traurig und hängst drunter innerlich. Mein Freund von damals fehlt mir ja auch ziemlich. Ja. Das macht mir auch ein bisschen zu schaffen. Ja, das glaube ich. Hast du denn so einen kleinen Freundeskreis um dich rum? Ein paar nette Freundinnen zum Beispiel? Mit meiner besten Freundin aus der Schulzeit habe ich noch ein bisschen Kontakt und sonst habe ich nur noch einen richtig guten Kumpel, aber sonst eigentlich gar nicht so, weil ich immer schon Einzelgängerin war. Ja, also auch eigentlich so ziemlich alleine, ne? Ja. Was hältst du davon, wenn du noch ein bisschen mit meiner Psychologin redest? Ja. Wäre doch gar nicht so schlecht, was? Ja, vielleicht. Kann ja nicht schaden. Fänd ich gut, Anna. Die Elke ist eine so nette Frau und die wird dir vielleicht noch ein paar gute Ratschläge geben können. Und du kannst das ja immer für dich dann, ihr könnt das ja für euch entscheiden, ob ihr das macht oder nicht macht. Aber vielleicht gibt es so einen kleinen Anstoß noch. Ich muss dich aber unbedingt nochmal fragen, mit dem, dass du so gerne Busfahrerin werden möchtest oder Bahnfahrerin. Woher kommt der Wunsch? Oh, das, ich bin früher als kleines Kind auch immer schon gern mit der Bahn rumgefahren, so wenn ich von zu Hause weg wollte. Mein Patenonkel ist Bahnfahrer bei mir in der Stadt. Und außerdem bin ich vor 3 Jahren mit einem Mann zusammengekommen, der auch Bus- und Bahnfahrer ist. Und durch ihn habe ich das Ganze noch näher kennengelernt und bin seitdem ganz scharf geworden. Und die Vorstellung, so den ganzen Tag dann so zu kutschieren, ist eine tolle Vorstellung für dich. Ja, ich mache das auch so privat auch noch ziemlich viel. Fährst einfach rum da mit der Bahn. Ja. Mensch, das wünsche ich dir so von Herzen, Anna, dass das klappt.
Das hoffe ich auch. Ja, aber dafür, finde ich, musst du eben auch so seelisch stabil sein und irgendwie wieder ganz gut draufkommen. Mhm. Und das Kleine, was wir hier dir vielleicht helfen können, wollen wir unbedingt tun. Deshalb sprich jetzt mal mit meiner Psychologin. Und dann wünsche ich dir von Herzen, dass das dann vorangeht, alles mit dir. Ja. Ne? Alles Liebe und Gute von Herzen. Und du legst bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Ja, gut. Tschüss, Anna. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft an oder meldet mich an unter domian@wdr.de. Melanie, 21 Jahre alt. Hallo, Melanie. Hallo. Ja. Ja, also ich fühle mich wohl im Badezimmer. Ah, du fühlst dich einfach nur wohl. Ja, genau. Und als Kind war das immer so gewesen, dass ich, immer wenn ich Angst gehabt habe, ja, bin ich halt ins Badezimmer gegangen. Ach, warum? Also, ich weiß nicht, das Badezimmer war einfach für mich der ruhigste Ort gewesen. Hatte das Badezimmer ein Fenster? Nein. Nein, das war so ein Fenster, wie man das heutzutage ja in vielen Wohnungen hat, ein fensterloses Badezimmer. Ja, genau. Und das hat sowas wie eine Höhle, ne? Bitte? Das hat irgendwie sowas wie eine Höhle, so ein Zimmer. Ja, genau. Ja. Und die hatten ein großes Badezimmer und das war auch immer gemütlich, also schon so einen schönen flauschigen Teppich auf dem Boden. Ja. Und immer wenn ich dann irgendwie Angst gehabt habe, zum Beispiel, dass meine Mutter nicht nach Hause kommt oder so, aha, wenn die irgendwie unterwegs waren, na, dann bin ich einfach immer ins Badezimmer gegangen und habe mich auf diese kuschelige Matte gesetzt und habe mich da dann erstmal wohlgefühlt und dann war auch wieder alles on Ordnung und dann konnte ich in Ruhe weiter schlafen. Ach. Und ist das heute immer noch so? Nee, also heute ist es mehr so eine Ruhezone, also so in der Badewanne gemütlich liegen, so ja, Kerzen und so, jetzt ist so ein Entspannungsraum. Ja, ja. Man könnte ja auch glauben, wie alt warst du da, als du gesagt, was du gerade erzählt hast? Das war so, als du Kind warst, ne? Kind ja, und Jugendliche. Ja, so vielleicht 6, 7 Jahre alt und dann vielleicht so bis 9. Ja, hast du dann die Tür auch zugemacht? Ja, die habe ich zugemacht. Die hast du zugemacht. Zugemacht, ja, schön warm wahrscheinlich, ne? Der Heizung war an. Ja, heute ist es aber dennoch ein Raum, so das, wo man so entspannen kann und letztendlich immer noch ein Wohlfühlraum. Ja, genau. Also mhm, das ist sozusagen der Ruheraum immer zu Hause. Ja. Hast du dein, wohnst du noch bei deinen Eltern oder hast du eine eigene Wohnung? Nee, ich wohne noch bei meinen Eltern. Ich hatte mal eine eigene Wohnung, aber jetzt wohne ich wieder bei meinen Eltern. Und ja, wo ich meine eigene Wohnung hatte, da war das dann der totale Ruheraum. Da durfte mich auch keiner stören. Ja. Und hier bei meinen Eltern ist das halt so dann Durchgangsraum teilweise auch. Ja, natürlich. Als du deine eigene Wohnung hattest, wie sah das Badezimmer aus? Badezimmer sind ja in der Regel so genormt. Da sind irgendwie Kacheln und da hängt ein Spiegel und da ist ein Klo und ein Waschbecken und so. Hast du dir das irgendwie ein bisschen so gestaltet oder dekoriert, so wie Hanke das vorhin erzählt hat, mit Schwarz-Rot und gab es da irgend sowas? Also es gab eigentlich ziemlich viele Kerzenhalter dort drin. Also das ganze Badezimmer so um die Badewanne rum war eigentlich hauptsächlich. Also es waren überall zwar auch hier diese Kacheln und so, ja, also da haben wir nicht viel dran verändert, ja, aber es war halt ein schöner Teppich auf dem Boden und es waren halt überall so Kerzenständer, mhm, und die waren halt auch immer an, wenn man baden war, und überall so ätherische Öle und sowas stand halt überall, ja, rum. Also so ein richtiger Wohlfühlraum. Ja, ja, total. Und wenn die Kerzen dann flackern und man im heißen Wasser sitzt. Genau. Ja, dann kann man sich richtig, vor allen Dingen jetzt so im Winter, ne, wenn es kalt ist draußen, ist das besonders schön. Ja, das war dann eigentlich hauptsächlich so, also gerade Badewanne, das ist sowieso mein Ding. Wie lange hältst du es aus in der heißen Badewanne? 1,5 Stunden. So lange? Ja. Dann bist du aufgeweicht. Das macht nichts. Also, Melanie liebt Baderäume. Ja. Und, Domian? Ja. Ich muss unbedingt meinen Freund Floss und Yvonne grüßen, weil Mensch, die sind riesige Fans davon. Und gerade Florian, also Floss, der ja, liebt dich über alles, wirklich. Also dann grüßen wir erstmal ganz herzlich Florian, Floss. Ne? Ja, genau. Und Yvonne. Und die Yvonne. Die gucken auch gerade zu, aber hallo, ihr zu Hause jeweils. Na gut, haben wir das gemacht? Ja. Viel Spaß im Badezimmer. Ja, danke. Und wenn du dein nächstes Badezimmer hast, wünsche ich dir, dass du es so richtig schön gemütlich dir einrichten kannst, wie du es gerne möchtest. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ja. Alles Gute. Okay, tschüss. Susanne, 38 Jahre alt. Hallo, Susanne. Ja, hallo, Domian. Hallo, Jürgen. hallo. Auch zum Thema Badezimmer. Ja, zum Thema Badezimmer. Ja. Ich bin 38 Jahre alt, ja, und meine Erinnerung zum Badezimmer, jetzt zu deinem Thema, ist sehr alt. Und zwar musste ich Seife essen. Du musstest Seife essen? Ja. Wer hat das verlangt? Die ganz alte Generation meiner Oma, die Vater meines Mutters, nein, die Mutter meines Vaters, ja, Entschuldigung. An die Oma. Die Oma, genau. Und zwar, wenn ich irgendetwas gesagt habe, ja, was
ihrer Meinung nach nicht korrekt war, dann musste ich mit ihr ins Badezimmer gehen, in die Seife beißen. Nein. Kauen. Nein. Ganz normale Seife, so Handseife, die... Ja, genau. Ganz normale Seife. Ganz normale Seife. Die wahrscheinlich fürchterlich ja, schmeckt, Stück, ne? So ein Stück Seife. Nee, schmeckt nicht. Schmeckt wirklich nicht. Und dann musstest du kleines Mädel da reinbeißen. Richtig. Und es kauen. Ja. Und es runterschlucken. Nee. Nee. Ich musste einen Schluck Wasser nehmen. Ja. Das dann schäumen. Und spülen. Ach, was war denn das für eine Oma? Das war eine Oma, die der Meinung war, verbal reinigen zu können. Das ist ja unglaublich. Also, weil du was Falsches gesagt hast, musste der Mund gereinigt werden mit Seife und mit Schaum? Genau. Das ist ja krass. Genau. Wie alt warst du da? Von wann bis wann ungefähr? Das hat angefangen, da war ich ungefähr 4 Jahre alt. Ja. Und das ging eigentlich bis, ja, sag mal, 24. Wie bitte? Ja. Bis 24 hast du das mit dir machen lassen? Ja, die Frau hat eine immense Gewalt gehabt. Also immense Macht über mich, ja. Boah. Und das Badezimmer war der Hauptbestrafungsraum. Hat die denn bei euch mit im Haus gewohnt, die Oma? Nee. Es war so, dass ich anfänglich in den Schulferien verpflichtet war, zu ihr zu fahren. Mhm. Und wie soll ich sagen? Also das Badezimmer war ein zentrales Thema. Ja. Hast du das deinen Eltern mal erzählt, deiner Mutter? Meiner Mutter nicht, meinem Vater ja. Und was hat er dazu gesagt? Ja, das kenne ich. Ach, das ist normal. Das ist normal? Ja, war normal. Das hat er auch gemacht. Und wie kam das? Ich meine, ich kann ja verstehen, wenn man klein ist und man hat da so eine gewaltige, dominante Frau, die einen da malträtiert. Ja. Aber dass du dann, als du älter warst, 18, 19, 20, sogar 24, das noch mit dir hast machen lassen. Angst. Das war einfach die Angst. Aber vor was? Was hätte sie dir tun vor können? Vor ihr. Aber, nee, die Angst, die ich hatte, war nicht, was sie mir tun könnte, weil mir hat sie viel getan. Ich habe das alles überlebt. Die Angst war, dass sie anderen Menschen was tun könnte, an denen mir was liegt. Zum Beispiel? Meinen Eltern, meinem Bruder. Ach so. Ja. Also, das spricht alles nicht sehr für diese Frau, für die Oma. Nee, die ist Gott sei Dank vor 2 Jahren verstorben. Das sagst du so wirklich mit vollem Herzen, Gott sei Dank verstorben. Mit vollem Herzen. Eine böse... Wobei ich sagen muss, ich habe dafür gesorgt, dass sie einen guten Tod hatte. Was heißt das? Ich habe dafür gesorgt, sie hatte Krebs, sie war 92 Jahre alt, hatte Krebs und sehr qualvoll, war komplett durchsetzt mit Metastasen. Und mein Vater und sein Bruder, also mein Onkel, haben sie begleitet in dem Tod. Und ich habe den beiden gesagt, wie sie ihren Tod begleiten können, dass es ein guter, friedlicher Tod wird. Und habe ihnen auch gesagt, wofür sie sorgen müssen, dass sie einen schmerzfreien Tod Verstehe. Dennoch warst du dann froh, als sie gestorben war. Kann man das so sagen? Ja, klar. War die ganze Familie froh, als sie gestorben ist? Ja, ich glaube, es gab keinen, der wirklich getraut hat. Wahnsinn. Wenn die 92 geworden ist oder über 90, dann hat die ja Generationen gequält. Ja, hat sie. Eine böse Frau. Eine böse Frau. Man soll nicht schlecht über Tote reden, aber manchmal muss man es trotzdem tun. Es gibt wenig Gutes, es gibt eigentlich nichts Gutes über sie zu sagen. Wahnsinn. Aber zurück zum Thema Badezimmer. Ja. Es gab da eine Dreizimmerwohnung. Mhm. Drei Zimmer, ein Bad. Da wohnte sie, die Oma. Da wohnte sie, genau. Und dieses Bad war ohne Fenster und der Lichtschalter außen. Eine der Strafen war, in dem Bad, wenn ich böse war, also nicht gemacht habe, was ich machen sollte, in das Bad, Licht aus. Und das ist natürlich als Kind grauenhaft, im stockfinsteren Raum zu sein und nicht. Und dann hat sie abgeschlossen, ne, wahrscheinlich. Das brauchte sie nicht. Weil, ich habe nie geöffnet. Weil du Angst hättest, rauszukommen. Ja. Hast du dann geschrien oder warst du ganz tapfer und warst ganz still? Ich habe nie was gesagt. Pah.
Nie was gesagt. Also, das heißt, du musstest nicht nur Seife essen in dem Badezimmer, sondern das war auch ein Ort der Bestrafung. Das war ein Ort der Bestrafung. Bist du auch geschlagen worden in dem Badezimmer? Nee, geschlagen nicht. Ich bin missbraucht worden von ihrem ehemaligen Chef. Sie war Chefsekretärin in einer Firma und hatte eine Liaison mit einem Mann. Und die Liaison ist ausgelaufen, ich denke mal aufgrund ihres Alters, ihrer, ja. Ich wollte gerade sagen, Liaison in dem Alter, als du klein warst, da war sie ja auch schon alt. Ja. Ne? Wenn die Dame, wann ist sie gestorben? Du warst vor ein paar Jahren. Vor 3 Jahren. Ja, da war sie da ja auch schon sehr alt. Ja, ja. Und zu den Zeiten, als er mich missbraucht hat, waren die beiden, ich sag mal, nicht mehr in einer erotischen Beziehung. Mhm. Und er war in dem Haushalt anwesend, wenn ich da war, um mich zu missbrauchen. Wenn ich da nicht mitgespielt habe, wurde ich bestraft von ihr. Nicht von ihm, von ihr. Ach so, das heißt, sie hat das auch mitbekommen, dass er das gemacht hat. Sie hat das arrangiert. Unglaublich, das ist ja unfassbar. Ja. Aber dieser Missbrauch hat nicht im Badezimmer stattgefunden. Nee, das war in der Regel in, also eine ganz perfide Story, in der Regel in dem Zimmer des Mannes meiner Oma. Mhm. Der aber schon verstorben war. Nein. Ach, den gab's auch noch? Der war in seinem Garten, der hatte einen Schrebergarten, da hat sie ihn hingebracht. Und in der Zeit war der Mann, da. Unfassbar, Susanne. Ja. Was du da mitgemacht hast. Hat meine Therapeutin auch gemacht. Boah, das ist ja krass. Ich finde es mit der Seife ja schon schlimm genug, aber das ist ja, da ist die Seife ja Kleinkram gegen das, was du jetzt gerade erzählt hast. Ja. Hast du diesen Mann angezeigt? Nee. Lebt er noch? Nein. Ach so. Er lebt nicht, aber ich habe einen großen Wunsch, sein Grab zu besuchen und einen großen Haufen draufzusetzen und einen Brief dazu zu schreiben. Das werde ich irgendwann tun. Also, auch eine, so wie wir es gerade schon ein paar Mal gehört haben, auch eine schwere Verletzung ist dir angetan worden. Sehr schwer. In all den Jahren. Ja, eine Verletzung mit schwerwiegenden Folgen. Das glaube ich. Das ja, glaub ich. Bis heute. Dieser Missbrauch, wie oft hat der stattgefunden? Ja, also wie gesagt, ich war in den Ferien verpflichtet da zu sein und dann fast täglich. Also das heißt, alle Schulferien anderthalb Wochen Wie viele Jahre über ging das? Begonnen hat das in meinem sechsten Lebensjahr und geendet, der ist gestorben, da war ich 16. Weißt du, wenn ich das immer höre, das habe ich ja nur schon oft gehört hier sowas, da wird es mir wirklich kalt, läuft es mir in den Rücken runter. Ich versuche mich dann immer hineinzuversetzen in euch, denen euch das passiert ist. Aber das kann man ja gar nicht als Sie. Nee, glaube ich auch, kann man nicht. Ich ahne nur, dass dass ihr eine unglaubliche Hölle in euch tragt, die euch angetan worden ist. Ja. Ja. Und dann kriegt man immer eine so unfassbare Wut gegen diese Täter, die das Menschen antun, Kindern antun. Also es ist vor allem erstmal Angst. Ja. Die Wut kommt sehr, sehr spät. Ja, ich meine, ich habe immer die Wut, wenn ich das höre. Ihr Opfer habt Angst. Das ist mir schon völlig klar. Ja. Das ist mir klar. Ja. Als diese Frau, lass mich nochmal fragen, als die Frau dann beerdigt worden ist, bist du zu der gegangen, zu der Beerdigung? Ich bin ausdrücklich gebeten worden, nicht zu erscheinen. Und ich habe das meiner Mutter zuliebe auch nicht getan. Und ich denke mal, das war gut so. Wissen deine Eltern oder haben deine Eltern denn im Nachhinein von dem Missbrauch erfahren auch? Ja, vor 2 Jahren. Und war das nicht für die auch ganz schlimm, dass ihrem Kind das passiert ist? Das war furchtbar. Und die machen sich wahrscheinlich auch Vorwürfe, ne? Das haben die gemacht.
Mhm. Allerdings ist es so, ich habe mehrere Therapien hinter mir. Mhm. Die, ich sag mal, die erfolgreichste Therapie habe ich nach der Geburt meines Sohnes hinter mir. Mhm. Und habe das da im Laufe der Therapie meiner Mutter auch gesagt. Mhm. Und ihr auch eben gesagt, ja, dass ich nicht in der Lage war, ihr das zu sagen, mhm, und dass ich eben auch ihr keine das wird ihr sehr geholfen haben, ne? Das glaube ich. Meiner Mutter hat es nicht viel geholfen. Aber ein bisschen schon, wenn du sagst, es wäre schlimmer für sie, wenn du sagen würdest, warum hast du nichts gemerkt? Dann wäre es für sie wahrscheinlich noch schlimmer. Ja. Ich merke so, auch in der Art, wie du das erzählst, das habe ich gerade am Anfang schon gemerkt, dass du schon, dass du Therapien hinter dir hast. Sonst kann man das, glaube ich, nicht so geordnet und so teils verarbeitet erzählen. Ich habe Therapien hinter mir, mhm, und ich mache mittlerweile sogar eine Telefonberatung, ähnlich wie du, aber nicht so öffentlich, Kinder- und Jugendtelefon vom Kinderschutzbund. Ah, ja. Einfach weil ich denke, dass ich vieles von dem, was die Kinder, die mich anrufen, verstehe. Ja, das glaube ich auch. Und du kannst wahrscheinlich auch ganz schnell wittern, wenn ein Kind nicht richtig damit rausrücken will, weil du weißt, was da passiert. Ja. Das heißt, und ich kann auch wittern, wenn ein Kind etwas erzählt, was nicht stimmt. Mhm. Das heißt, aufgrund dessen, was du mir jetzt erzählt hast, brauche ich dir kein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Nö. Da bist du ja schon gewappnet genug mit dem, was du ausgemacht hast. Eigentlich schon, ja. Liebe Susanne, das ist sehr schlimm, was du mir erzählt hast, aber ich freue mich, dass du so gut drauf bist, also stabil wirkst zumindest und dass du für dich hoffentlich die Kurve bekommen hast. Und das ist einer der Gründe, warum ich anrufe. Und zwar zum einen, weil das, was ich erlebt habe, ist mein Schicksal, aber ich habe es gemeistert. Mhm. Ich habe es geschafft. Hut ab. Respekt. Und ich habe es geschafft, weil ich Therapien gemacht habe. Und das muss man auch tun. Ja, muss man unbedingt tun. Und man kann es schaffen. Wünsche dir von Herzen schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein tolles neues Jahr. Ja, und ich möchte dir danken, dass du mir für meine Beratung am Telefon ein sehr guter Lehrer bist. Oh, das ist aber sehr, sehr schön und sehr, freut mich sehr. Sehr schönes Kompliment, vielen Dank. Ja, gern geschehen. Liebe Susanne, alles Gute. Dir auch. Dankeschön, tschüss. Dir auch, tschö. 0800 220 5050. Wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt über das Thema Badezimmer. Hier ist Kim Caroline. Kim Caroline, 19 Jahre, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Kim Caroline. Ja, leg mal los, Thema Badezimmer. Ja, mein Badezimmer ist das größte Grauen, was man sich eigentlich vorstellen kann. Das größte Grauen? Ja. Warum? Ja, mein Badezimmer ist riesengroß. Riesengroß? Und die Kacheln sind gelb und es ist blau gestrichen und es sieht einfach furchtbar aus. Also ein riesengroßes Badezimmer ist ja eigentlich schon ein Luxus. Heutzutage sind ja Badezimmer immer relativ klein. Ich gehe mal davon aus, dass du in einem Altbau wohnst. Genau. Ja. Und das, was ist das Grauenhafte jetzt? Die Farbgestaltung oder was? Wie ich eingezogen bin, waren die Kacheln eben gelb, die Wände waren blau gestrichen, genauso wie die Decke. Ja. Das Badezimmer sah aus, als ob die Decke vom runterkommen würde, weil es einfach sowas von furchtbar aussah, genauso wie die Kacheln. Ja. Ich komme an diese Kacheln nicht dran. Aha, wie, du kommst an die Kacheln nicht dran? Da stellt man sich auf eine Leiter und kommt man ran. Nein, die Farbe gefällt mir nicht von den Kacheln her. Ach so. Das sieht einfach furchtbar aus, weil ich bin sehr gerne im Badezimmer mit meinem Freund auch. Wir baden auch viel. Ah ja. Und wir haben auch immer Kerzen auf der Badewanne stehen. Mhm. Und sobald wir das Licht anmachen, kommt dieses gelbe Licht an uns vorbei. Und das sieht so schrecklich so aus. So schlimm ist es. Wie ist denn die Badewanne in Ordnung? Ist der Boden in Ordnung? Das Waschbecken in Ordnung? Oder ist das alles so ein bisschen schmuddelig und oll und so ein bisschen verwittert schon? Nee, es ist eigentlich alles in Ordnung. Nur die Farben nicht? Nee, nur die Farben nicht, weil das Badezimmer wurde ja gerade neu gemacht, aber diese Kacheln haben sie reingesetzt, diese gelben, hässlichen Kacheln. Also es ist neu, aber hässlich. Genau. Ja. Das Badezimmer hat bestimmt ein Fenster, ne? Ja, zwei Stück. Ja, das heißt, tagsüber kannst du dem nicht entfliehen.
Nee. Man könnte natürlich abends durch Licht verschieden. Du könntest ja vielleicht irgendwie versuchen, mit gefärbten Birnen irgendwie vielleicht andere Effekte hinzukriegen. Könnte man ja versuchen. Ja, wir haben es schon mal versucht mit Schwarzlicht. Also so, ja, genau, sowas. Ja. Ja, und das sieht auch furchtbar aus. Also ich komme an diesem Badezimmer nicht vorbei. Also am liebsten würde ich sofort wieder ausziehen und ein neues Badezimmer suchen, aber es geht leider nicht so einfach. Aber ich meine, ist es ja schon mal schön, wenn es groß ist. Ja, ne? So, und wenn es in Ordnung ist, ordentlich ist, ist es ja auch gut. Wenn es nur die Farben sind, wie gesagt, da kann man ja mit Kerzenlicht und so ein bisschen kaschieren und dann kriegt man das schon hin. Ja, das machen wir ja auch immer. Wenn man Freunde nicht im Badezimmer sind und baden wollen, kommen erstmal viele Lichter, also Kerzen hoch, 3 viele. Und dann auf einmal, wenn wir eben aus der Badewanne rauskommen, uns abtrocknen wollen und das Licht anmachen. Kalte Entsetzen. Ja. Wie macht ihr das denn mit den Stöpseln eigentlich? Wir hatten ja gerade das schöne Thema Stöpsel, die am Po drücken. Ja, da haben wir so eine Gummimatte, weil wir auch in der Dusche auch duschen tun. Ja. Und dass wir nicht in der Badewanne ausrutschen, haben wir so eine Gummimatte. Und die dämpft das genug ab? Ja, genau. Aha, ich würde jetzt gedacht haben, dass diese kleinen Gummimatten nicht ausreichen, aber es kommt auch auf die Dicke des Stöpsels an. Ne? Manche sind ja nicht ja, so... Genau. Ja, genau. Ja, die manchen... sind tierisch dick und haben eine tierische Spitze, aber manche sind auch schön flach und haben einfach nur so einen Korkenzieher, kann man dazu sagen. Ja. Wenn jetzt gerade jemand zufällig reingezappt hat und niemand weiß, um was es hier geht, was wir hier reden, was die dann gedacht haben. Liebe Caroline, macht's euch schön mit irgendwelchen Lichteffekten und genießt das große Badezimmer. Ja, okay. Okay, tschüss. Ja, tschüss. So, und hier ist Mira. Mira ist 30 Jahre alt. Hallo Mira. Hallo. Hallo. Moin. Ja, guten Morgen. Zum Thema Badezimmer. Jawohl. Mein Badezimmer ist explodiert. Wie bitte? Dein Badezimmer ist explodiert? Ja, ja. Nicht das Badezimmer direkt, sondern die Heizung, die da drin war damals. Oh, das ist aber schlimm. Ja. Was war das für eine Heizung? Also es war ein ganz kleines Badezimmer. War halt gerade nur mal die Dusche drin und das Klo. Ja. Also ein normaler Heizkörper mit Wasser gefüllt, oder wie? Nein, so eine kleine Elektroheizung, eher ach so ein Heizlüfter. Ich weiß. Hatte ich auch mal früher. Ja, hatte ich auch mal. Ja, genau. Früher gab es sowas mal. Ja, genau. Mhm. Und das Ding ist mir halt um Ohren geflogen. Wie kam das? Bist du mit dem Wasser irgendwie rangekommen? Nein, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe mich ganz normal abends fürs Bett fertig gemacht. Ja. Bin zur Tür raus, war vielleicht eine halbe Minute raus. Da macht es auf einmal hinter mir BUM. Es gab eine fürchterliche Explosion. Aber wie gut, dass du draußen warst. Ja, so gerade eben. Also am nächsten Tag kam ja dann direkt der Mensch von der Versicherung. Ja. Und der hat einen Blick reingeworfen, sagte dann auch, Totalschaden. Ja, also Totalschaden des Badezimmers oder des Heizkörpers? Nee, komplett das Badezimmer. Es war einfach nur noch schwarz. Ehrlich? Wie gesagt, ich habe dieses Geräusch gehört, habe mich umgedreht, weil ich stand ja noch im Flur und habe gesehen, dass durch die geschlossene Tür schwarzer, dicker Rauch quoll. Ja. Ja, was ist denn da passiert? Kann man das im Nachhinein sagen? Ja, wahrscheinlich ein Kabelbrand. Aber dann explodiert das doch nicht so wie wahnsinnig. Ja, scheinbar doch. Also ich weiß es nicht. Ist es auch nie untersucht worden. Also Feuerwehr war da, hat auch gelöscht und was weiß ich, aber... Achso, da war sogar richtig Feuerwehr da? Ja, natürlich. Also brannte es denn auch? Qualm. Ich habe mich nicht getraut, die Tür aufzumachen. Also gab es auch richtig Flammen oder war es nur so ein Qualm? Nee, ich habe nur den schwarzen Qualm gesehen. Ja. Wie gesagt, ich habe die Tür ja auch dann nicht aufgemacht. Ja. Und habe halt nur 112 gewählt. Die sind auch Gott sei Dank direkt da gewesen, haben die Hände draußen an die Tür gelegt und haben gesagt, oh, schnell raus hier. Ja, und dann. Hör mal, das hört sich so dramatisch an. Die Vorstellung, wenn du in dem Raum gewesen wärst, wärst du schwerst verletzt oder vielleicht sogar gestorben? Oder? Der Mensch von der Versicherung hat mich gefragt, ob jemand im Badezimmer drin gewesen wäre. Und ich habe gesagt, nein, ich war gerade zur Tür raus und sagte, ja, Gott sei Dank, das hätten sie nicht überlebt. Boah. Weil das hat gut ausgesehen. Das ist schon Schock, ne? Ja, auf jeden Fall. Also an dem Abend war ich total gefasst. Mhm. Das war gar kein Problem. Da ging mir gut, aber hinterher hast du gemerkt, was für ein Schutzengel du da hattest. Ja, alle miteinander. Also das war so im Nachhinein lache ich mich ja selber kaputt darüber. Weil ja, aber so lustig ist das nicht. Also ja, es klingt lustig, mein Badezimmer ist explodiert, aber wenn man selbst mit explodiert, ist das weniger lustig, ne? Ja, auf jeden Fall. Waren denn so die Kacheln und so auch alle beschädigt? Es war alles schwarz. Es war einfach alles nur noch, es war ein schwarzes Loch. Aber das konnte man sich ja abwaschen hinterher, oder? Nein. Nicht? Das musste komplett renoviert werden. Alles rausgekloppt, neue Fliesen,
Aber da sieht man ja, was für eine Kraft denn da drin steckte, dass sich das richtig eingebrannt hat, ne, in die Kacheln, in das Leis. Ich hatte euch ja auch Fotos geschickt davon. Das weiß ich gar nicht, was die Kollegen hier im Hintergrund. Ja, die sind zu klein fürs Fernsehen. Ach so, hätten sie die sicherlich gerne noch gezeigt. Da war gar nichts mehr zu retten. Also ich hatte nichts mehr. Alles, was im Badezimmer drin war, war kaputt. Zahnbürste, Föhn, was weiß ich, was man halt so da hat. Ich bin ganz sicher, dass du dir nie wieder so ein Gerät gekauft hast. Nee, ganz bestimmt nicht, nein. Da hing zwar anschließend auch wieder so ein Gerät, aber es war moderner. Erstmal war es ja nagelneu. Ja. Das Badezimmer sah anschließend auch besser aus. Es war vorher so ganz fies grün aus den 70er Jahren und war hinterher dann schön weiß. Ich weiß nicht, ich hatte auch mal so ein Gebläse, das ist ja so eine Art Gebläse gewesen. Ja, wie ein Heizlüfter im Prinzip. Genau so. Mhm. Und ich hatte ja mal Angst beim Duschen, dass ich aus Versehen mal, ich hatte nur so eine Handdusche, also es war keine Stehdusche, sondern ich habe dann in der Badewanne geduscht, dass ich aus Versehen mal dahin dusche und das Wasser in das Ding reinkommt. Das wäre natürlich auch schlimm gewesen, dann wäre es explodiert, oder? Nee, aber meine Dusche war genau am anderen Ende. Also es konnte gar kein Wasser reinlaufen. Also das war definitiv nicht meine Schuld. Versicherung hat ja auch voll übernommen. Also. Ja. So, unsere Sendung ist gleich vorbei, Mira. Ja. Gut, dass alles gut gegangen ist. Schön, dass du unverletzt geblieben bist. Ja, Gott sei Dank. Alles Liebe. Ja, dir auch alles Gute zum Geburtstag dann am Montag. Ja, danke schön. Frohes neues Jahr. Dir auch. Alles in allem. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss. Heute ist Freitag, der 17. Dezember. Es ist 2 Uhr. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Brüssel. Die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei.